Hier spricht wieder Ustra und wir sind wieder mitten im Geschehen hier bei Warhammer 40k Space Marine und wir merzeln gerade ein paar Goblins ab. Guten Tag. Oh, die haben wirklich, die fressen wirklich keine Kugeln. Munition nachgeladen. Wirklich? Schien nicht so wirklich was drin zu sein. Leandros, kommst du mit? Oder wie, oder was, oder wann? Wir können ruhig los. Kommst du mit? Okay, sehr gut. Nicht, dass wir jetzt hier noch in einen Hinterhalt geraten von den Pennern. Die haben mir ganz schön gewütet, muss ich ja mal sagen. Schaffen wir es vom Geschütz, Captain? Sidonus hat Übertragungen der imperialen Armee empfangen. Sie haben im Schatten dieser Kanone überlebt. Ich will wissen, wie. Was für eine Kanone? Weiterschießen! Weiterschießen! Ah, das sind Menschen übrigens. Oh, der wurde niedergemäht. Diese kalten, kampfwütigen Penner. Ja, versuch's doch. Hier geblieben. Komm schon. Ich hatte leider keine Knarre mehr frei. Ah, jetzt wieder. Jetzt reicht's mir mit euch. Was ist denn hier los? Erstmal muss ich gleich den Panzer säubern. Hi, meine Freunde. Achso, ich hätte gerne noch die Munition gehabt. Egal. Mein Lord, Sie haben uns gerettet. Kein Ding. Komm mal wieder runter. Erheben Sie sich. Klar. Sie haben sich gerettet. Wir hielten Sie für tot. Das wären wir auch, mein Lord, wenn da nicht der Leutnant gewesen wäre. Wo finden wir diesen Leutnant? An der Frontlinie. Folgen Sie dem Grabennetzwerk zum Kommandobunker des Leutnants. Machen Sie weiter. Wir treffen uns mit Sidonus. Dann suchen wir den Leutnant. Wir brauchen neue Informationen über die Batterie. Ja, würde ich auch sagen. Wir brauchen... Dort hindurch, meine Lords. Zur oberen Ebene raus und über den Plaza. Der Bunker ist dahinter. Gut, obere Ebene raus. Zum Bunker, zur Plaza. Alles gecheckt, alles gerafft. Oh, hier ist auch schon... Bemerkenswert. Ein paar hundert gegen eine Million Orks. Und sie kämpfen weiter. Was? Nur im Tod. Nein, der Dienst. Weg! Meine Beine. Ich spüre meine Beine nicht. Ich durfte noch einen Space Marine sehen. Ja, sicher. Dafür bin ich doch da. Jene, die in deinem Namen kämpfen. Ihr dürft mich alle sehen und nicht anfassen. Nicht anfassen, das ist wichtig. Ich weiß immer nicht, wer mir jetzt eben noch schnell den Panzer geschrubbt hat, aber vielen Dank dafür. Captain, ich bin bei den Wachlinien und einem Monument in Stellung. Ah ja, Monument sehe ich, alles klar. Bin unterwegs. Bin gleich da, lauf nicht weg. Boah, die ist richtig krass, die Pistole. Warum nutze ich eigentlich dieses andere Ding? Hallo, Sidonus. Huhu, alles fit bei dir. Sergeant, wie ich sehe, haben Sie eine Beschäftigung gefunden. Keine Sorge, Captain. Bam, bam, bam. Ich habe Ihnen ein paar Orks übrig gelassen. Sehr gut, danke. Weitermachen. Die Orks verteidigen das Geschütz sehr gut, keine Frage. Aber typisches Ork-Verhalten wäre, das Geschütz zu zerlegen oder zu zerstören. Und sicher nicht, um es gegen unsere Männer einzusetzen. Dahinter steckt eine Strategie. Ihr Anführer ist kein Narr. Dieser Tag wird langsam interessant. Okay, denkt an Orks. Macht mir. Ich sah den Ork während unseres Sprungs zur Oberfläche. Das ist wohl das Ork-Schiff, das hier abgestürzt ist. Hat er überlebt? Wenn die Horde sich nicht selbst bekämpft, wird sie noch von ihm geführt. Kettenschwert freigeschaltet. Das MK-11 Höllenzahn-Kettenschwert ist die Nahkampfwaffe der Wahl unter den Space Marines. Es kombiniert schreckliche Kraft mit großer Geschwindigkeit. Maus 2 zum Angreifen, F plus Maustaste 5 zum Lähmen. Mehr Angriffe gibt es unter dem... Oh, das ist cool. Guten Tag. Ja, guten Tag. Oh, das sieht nicht gut aus, meine Freunde. So könnt ihr nicht weiterkämpfen.
Ach, da gehst du durch wie durch Butter mit den Dingern hier doch. Fuck, schade, ich hätte den gerne gerammt. Das kann man nämlich auch, glaube ich. Moment. Ja, ich. Soll ich immer auf die schießen? Bitteschön! Ich hatte noch die große das große Geschütz in der Hinterhand, Verzeihung. Fuck! Oh, oben sind noch Geschütze. Weg, 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 weg. Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Ich versuche mich gerade zu retten. Meine Freunde machen ja aber auch nicht viel. Sehr gut. Da haben wir oben die Kämpfer schon mal weg. Oder die Fernkämpfer. So. Munition knapp. Da sag mir mal was Neues. Okay, das sind halt diese... Oh, 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 oh. Das sind halt diese Gräben, die gerade wahrscheinlich der Mensch meinte. Ja, schön. Freut euch doch. Wo müssen wir denn lang? Links, rechts, geradeaus. Da sind wieder Orks. Hier gibt es wieder eine Cutscene. Oh, okay. Die kennen sich schon damit aus. Ja, weiß, was das für ein Ding ist. Aua. Ich wollte schon sagen, was dauert das denn so lange? Lass uns erstmal hier lang gehen. Hier gibt es auf jeden Fall irgendwas Interessantes. Munition gibt es hier, ja! Gib mir Mun, auf jeden Fall, das ist wichtig. Er ist ja trotzdem ziemlich schwerfällig, der alte Mann hier. Bauen wir weiter? Gut. Ja, mehr nötig? Bitteschön. Genug nötig? Immer diese Sprüche vor den Viechern, das kann ich gar nicht ab. So, hier können wir mal nach oben und unseren Überblick verschaffen. Zack, erstmal runterrollen. Wir bleiben aber in den Gräben, das ist sicherer. Weil mich hier nicht die Fernkämpfer... Oh, Selbstmörder, wie schön. Weil mich hier nicht die Viecher alle nerven können, die im Fernkampf machen. Oder Schusswaffen haben, um es... Sehr gut. Aufpassen, Landungsschiff. Wo kommt das denn her? Das ist Munition. Es sind so viele. Das hört nie auf. Ihr müsst darauf schießen, Kinder. Darauf schießen und darauf schießen. Und da muss ich mal ein bisschen weggehen. Ich hab Granaten. Wie setze ich dir denn ein? Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Ich glaube mal mit Q. Ja. Okay, das geht auch. Theoretisch. In die Reihen. Ja, noch mehr Orks. Sehr gut. Granate. Ah, dieses kleine Geschütz, das ich hier schon habe, diese Bolt, die ist echt super, super niedlich. Ihr kommt keinen Schritt näher. Erstmal gucken, ob Fernkämpfer da sind. Wenn keine da. Oh, doch, da. Wenn welche da sind, diese zuerst erledigen. Weil das sind die wirklich nerven. Keine Muni mehr. Nein! Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Landungsschiff im Anflug. Auf sich zu bewegen. Oh, da geht meine Rüstung wieder hoch. Weg, du blödes Ding. Hau ab. Noch eine Granate. Am besten gleich nochmal zwei. Damit wir überhaupt keine Probleme mehr haben. Munition ist auch keine mehr da. Die haben wir alle schon großzügig weggeknallt. Ja, kommt noch was? Nein. Gut, okay. Oh doch, da kommt noch was. Oh, du siehst ja... Oh. So sieht es ja niedlich aus. Oh. Geh doch aus dem Weg gerade. Oh, ich hab gerade Stress, bitte. Einmal aus dem Weg, danke. Oh. Marines, vielen Dank. Gerne. Dachten, wir wären erledigt. Ja, dachte ich auch. Kommandantsoldat. Drinnen, aber die Tür ist zu. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee.
Wir sind Ultramarines. Klopf, klopf. Öffnen Sie die Tür. Aha. Space Marines. So ist das. Und so? Und wer bist du? Kein Space Marine? Tja, dann geh mir aus dem Weg. Luscher. Noch eine Horde Grün heute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gott hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauds Kehle gesteckt. Okay, ihr seht alle so aus, als ob ihr mehr Hilfe braucht, als mir lieb ist. Aber wir wollen ja den Planeten schützen. Halten Sie die Linie. Aus irgendeinem Grund. Bleiben Sie am Leben. Ja, Leutnant. Was bist du denn da? Wie bestellt und nicht abgeholt? Guten Tag! Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? 2. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Ach, Orks, was können die schon tun gegen eine verdammte fucking 3-Mann-Armee? Riesenarmee, bitte. Oh, jetzt nochmal so eine. Genscan abgeschlossen. Adeptus Astartes. Zugriff autorisiert. Wildheit freigeschaltet, das hört sich doch nach was an. Wildheit freigeschaltet. Jedes Mal, wenn Sie einen Feindschaden zufügen, steigt Ihre Wildheit. Sobald die Wildheitsanzeige voll ist, können Sie mit T den Wildheitsmodus wechseln. Im Wildheitsmodus werden all Ihre Nahkampfangriffe verstärkt und verursachen massiven Schaden und Sie gewinnen Gesundheit zurück. Der Wildheitsmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist. Was wissen Sie über die Titanen? Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus bei Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Das ist schlecht. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. Gut, machen wir. Bis später. Wenigstens habe ich wieder ein bisschen Muni gekriegt. Ach, die haben selber geschützt. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Das ist schlecht. Ein Tech-Priester, wie geil ist das denn? So, dann wollen wir mal gucken, was hier so auf uns lauert. Die Männer wollen ja voran, dann... Was bist du? Ah. Gräber! Gräber! In Reihe aufstellen und schießen. Gut, ihr heißt Gräber. Ich heiße Henker! Ihr wollt mich töten? Kommt schon, Kinders. Ich bin hier und ihr? Ihr wollt es so, ihr kriegt es so. Bam. Wiedersehen. Das ist doch gut gelaufen. Bis zu dem einen oder anderen Punkt, als mich die Wildheit überkam. Habe ich noch genug Muni? Ja. Zack, zack, zack. Ihr kriegt aber keine Medipacks. Nein, da kann ich nicht hoch. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich reinspringen. Oder rübergehen, oder weiß ich nicht was. Rübergehen, okay. Dass das alles so komisch verwinkelt ist. Das war dumm. Hopp. Ja, hallo. Ach, der arme Ork. Lass ihn doch in Ruhe. Der kann doch nichts mehr da. Der kann doch nichts dafür. Hallo. Aua. Okay, ich sehe schon, wo das Problem ist. Ben ist zumindest ein Schütze. Wo ist der hin?
Hä? Da waren doch gerade ohne den Orks. Wo sind die alle hin? Gibt's doch nicht. Über Goblins mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Granate. Granate. Und du bist bestimmt... Geh weg! Nochmal eine Granate. Ich weiß gar nicht, wo er die hernimmt. Ich bin gleich an der Waffe, keine Sorge. Ich muss eben nur den Weg freiprügeln. Moment. Waffe ist gleich wieder in Benutzung. Kannst du mal bitte da vorne weggehen? Danke. Kann ich das mitnehmen? Das Ding ist clever. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter. Und die Geschützbatterie? Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Dann halt nicht. Ich hätte das Ding gerne einfach abgerissen und mitgenommen. Stark genug wäre ich ja wahrscheinlich. Bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt kein unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. Das hättest du dir vorher überlegen sollen, ob du dich mit mir an nix. Geh doch mal bitte weg. Danke. Hier geblieben. Ihr blöden kleinen Wichsviecher. Wo seid ihr alle? Nicht weglaufen. Für weglaufen habe ich mal sowas gar keine Zeit, aber na gut. Noch mehr Waffen. Autorisation bestätigt. Zugriff gewährt. Starker Bolter freigeschaltet. Der modifizierte Bolter ist mit Zielgerät und extrem genauen Geschossen ausgestattet und kann Feinde aus großer Entfernung fällen. Der Stalker Bolter funktioniert vergleichsweise gut als Präzisionsgewehr als auch als Scharfschützengewehr. Okay. Ich mag ja Scharfschützenwaffen. Das ist mein absolutes Lieblingsgeschoss. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Ui. Wir haben es nicht hineingeschafft. Noch nicht. Wir sind einfach nicht genug. Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben Sie gut gemacht. Sie sind nicht mehr allein. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen Ihre Verstärkung. Ich verlasse mich auf Sie, Captain. Mal eben alleine zu dritt loslaufen. Diese weiteren Dinge... Danke. Die weiteren Geschehnisse hier auf diesem letzten Industrieplaneten sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei Warhammer 40k Space Marine. Bleibt dabei, auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin.